Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem morgigen Champions League-Spiel gegen den AS Monaco. Ich begrüße ganz herzlich unseren Mannschaftskapitän Willi Orban sowie natürlich auch den Dolmetscher Matthias Stegmann. Und wie immer die erste Frage meinerseits: Wie groß ist die Vorfreude vor dem morgigen Abend? Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich glaube, es ist selbsterklärend, dass jetzt mit dem Morgenspiel ein absolutes Highlight auf uns zukommt. Dementsprechend freuen wir uns darauf. Wir haben ein Jahr hart dafür gearbeitet, um diese Chance, Champions League spielen zu können, uns zu erarbeiten. Und dementsprechend wird es ein Riesenhighlight emotional und die Vorfreude ist riesig. Donc, bonjour, bienvenue à la conférence de presse avec notre capitaine Willy Orban. Première question, à quel point êtes-vous impatient de découvrir enfin la Ligue des Champions? Oui, bonjour à tous tout d'abord. Bien sûr, on est tous impatients demain soir. Le match de demain soir sera vraiment un moment fort pour nous tous. Nous sommes impatients d'y être. Nous avons beaucoup travaillé pendant un an pour avoir la chance de disputer la Ligue des Champions. Donc, bien sûr, il y aura beaucoup d'émotions demain soir et nous sommes tous très contents. Dann wäre jetzt wieder Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeichen für das Mikrofon, bitte. Vos questions, s'il vous plaît. Ingo Hane. Willi, es ist auch für die Stadt und für die Region, glaube ich, morgen ein großer Moment. Nach 29 Jahren wird wieder internationaler Fußball gespielt. Haben Sie so ein paar vielleicht Kommentare oder von Leuten in der Stadt mitgekriegt, was die darüber denken? Was erwarten Sie morgen vom Publikum? Wie wird Sie das möglicherweise stärken und treiben auch in dem Spiel? Pour la ville et pour la région, c'est forcément aussi un moment très fort de découvrir de nouveau la Ligue des Champions après 29 années d'absence. Est-ce que tu as eu des commentaires de la part de la population, peut-être de la ville, ou quel sera le rôle du public demain soir? Ja, man spürt definitiv eine riesen Euphorie. Schon letzte Saison mit der ersten Liga waren die Leute hier in Leipzig und auch Umgebung sehr euphorisch, haben uns auch positive Energie immer mitgegeben und auch wenn man erkannt wurde in der Stadt, ja, waren alle begeistert, haben sich gefreut, dass wir erste Liga spielen. Und dementsprechend jetzt in der Champions League ist es nochmal ein Stück weit gewachsen und die Leute freuen sich riesig auf die Gruppenspiele. Und ja, die Begeisterung ist groß, so auch bei uns in der Mannschaft. Das wird für uns als Team ein Fest, für uns als Verein ein Fest und auch für die ganze Stadt und Region ein großes Fest. Oui, on peut sentir cette euphorie partout. Déjà, l'année dernière, tout le monde était euphorique de la ville de pouvoir disputer le Bundesliga à nouveau. Donc, le public nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et si on est reconnu de la ville, les gens sont vraiment très contents de nous voir et de nous voir disputer la Bundesliga déjà et encore plus la Ligue des Champions. Bien sûr, les gens sont impatients de découvrir cette compétition. Nous, en tant qu'équipe, également, donc effectivement, demain soir, ça sera un moment très fort pour le club, pour l'équipe et pour toute la région. Fabian Held. Willi, jetzt wird es natürlich ein emotionaler Moment, aber es wird auch Fußball gespielt. Was erwartet euch da? Was ist Monaco für ein Gegner? Was hat der Trainer euch vielleicht auch mitgegeben, auf was ihr aufpassen müsst? Certes, il y aura beaucoup d'émotions qui seront en jeu, mais finalement, cela reste quand même un match de football. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'adversaire demain? Qu'est-ce que l'entraîneur vous a raconté sur l'adversaire? Monaco ist eine gestandene Mannschaft. Man hat gesehen letztes Jahr in der Champions League auch, was für Qualitäten sie auch haben. Für uns gilt es, ja, sie nicht spielen zu lassen. Wenn wir sie spielen lassen, dann können sie diese Räume auch sehr gut nutzen. Die gilt es eben denen nicht zu geben. Ja, ansonsten müssen wir uns auch auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir haben auch unsere Qualitäten. Wir dürfen uns nicht verstecken vor der Mannschaft. Und wenn wir hier zu Hause in unserem Stadion unser Spiel durchziehen und durchbringen, dann traue ich uns auch eine große Überraschung zu. Donc, oui, effectivement, l'AS Monaco est une équipe très compétitive. Nous l'avons vu la saison dernière en Ligue des Champions. Donc, à nous de ne pas les laisser jouer, car c'est une équipe qui sait très bien exploiter les espaces. Donc, à nous de ne pas accorder des espaces à cette équipe.
monégasque. Après, nous devons nous concentrer également sur notre qualité, sur nos propres forces, car nous avons également beaucoup de qualité. Et si nous arrivons à mettre en place notre jeu, je suis sûr qu'on peut faire une grande surprise demain. Yvan Gabriel. Willi, was bedeutet das Spiel auch für dich persönlich, wenn man mal zurückblickt? Vor zwei Jahren hast du noch zweite Liga gespielt, jetzt führst du diese Mannschaft in der Champions League als Kapitän aufs Feld. Muss man sich da ein bisschen manchmal selber kneifen? Wie krass ist dieser Aufstieg gewesen für dich selber auch? Was bedeutet das für dich? Personnellement, pour vous, il y a deux ans, vous avez encore joué en Ligue 2 et maintenant vous êtes le capitaine en Ligue des Champions de votre équipe. Est-ce que vous arrivez à le croire vous-même ou qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Ja, damals mit meinem Wechsel zu Leipzig hat man immer bestimmte Visionen. Da hat man schon überlegt, eventuell auch den Weg mal ins internationale Geschäft mit dem Verein auch gehen zu können. Dass es jetzt so schnell gegangen ist, war definitiv nicht zu erwarten und macht mich unheimlich stolz und freut mich auch. Grundsätzlich ist es so, dass, glaube ich, jeder Spieler, jedes Kind auch als kleiner Junge davon träumt, irgendwann mal in der Champions League zu spielen. Und der Traum wird morgen Realität. Anne Grimm. Aspect. Donc à l'époque de mon transfert ici pour revenir à Leipzig, certes, bien sûr, j'avais cette vision de peut-être un jour disputer une compétition internationale avec le club. Et maintenant, c'était très difficile d'imaginer y arriver déjà au bout de deux ans. Et bien sûr, je suis très fier, je suis très content. Et je pense que tous les joueurs, tous les gamins rêvent de disputer un jour la Ligue des Champions. Et demain soir, ce rêve va se réaliser. Willi, der Innenverteidiger von Monaco, saß gerade hier und konnte mit dem Namen Timo Werner nicht so besonders viel anfangen. Sagt dir der Name Falcao ein bisschen mehr auf der anderen Seite? Tout à l'heure, nous avons vu le défenseur central monégasque qui ne connaissait pas forcément Timo Werner. Est-ce que tu connais un peu mieux Radamel Falcao, peut-être? Definitiv kenne ich den Spieler. Er ist ein sehr erfahrener Spieler mit viel Qualitäten auch im Abschluss. Ihn gilt es auch besonders Augenmerk zu haben, auf ihn aufzupassen. Und natürlich ist Falcao mir ein Begriff. Bien sûr que je connais effectivement Radamel Falcao. C'est un joueur très expérimenté, un vrai buteur. Donc il faut qu'on se concentre sur lui. Et bien sûr, je le connais très bien. Herr Orban, Sie haben gesagt, emotionaler Highlight. Gibt es heute Abend auch ein Highlight oder bereitet man sich ganz normal auf das Spiel morgen vor, erstens? Und zweitens, Sie sprachen von Überraschung. Was können wir uns darunter vorstellen? Donc, comme vous avez dit, il y aura beaucoup d'émotions. C'est un moment fort au niveau des émotions demain soir. Et ça s'applique également à ce soir ou est-ce que vous changez un peu votre préparation? Et deuxième question. Sera ça la zweite Frage? Et vous avez mentionné cette surprise que vous allez peut-être créer. Et qu'est-ce que vous en pensez exactement? Heute Abend kommt kein Highlight mehr. Was soll auch kommen? Wir haben ganz normal trainiert im Abschlusstraining, werden dementsprechend uns jetzt auch nachbereiten, gut essen und eventuell auch die anderen Champions League-Partien verfolgen. Das große Highlight kommt dann morgen Abend hier in unserem Stadion. Eine Überraschung wäre für mich, wenn wir gewinnen würden, einen Heimsieg landen im ersten Gruppenspiel der Champions League, wäre das für mich definitiv eine Überraschung. Non, ce soir, il n'y aura pas de moment très fort au niveau des émotions. Nous venons de nous entraîner, nous allons bien manger, nous allons peut-être regarder un peu les autres matchs de la Ligue des Champions. Et le moment vraiment fort, ce sera demain soir. Et une grande surprise pour moi, cela serait effectivement une victoire demain soir à domicile lors de notre premier match en Ligue des Champions. Ingo Hanne. Für Bertie Vogts ist RB Leipzig einer der Geheimfavoriten dieser Champions League. Hat recht? Und wenn ja, was spricht dafür? Selon Bertie Vogts, Leipzig peut être une sorte de favori un peu secret pour les insiders. Et à votre avis, est-ce qu'il a raison? Bertie Vogts hat damit wahrscheinlich den Sieg der Champions League gemeint. Gut, was würde dafür sprechen? Es würde dafür sprechen, dass uns überhaupt keiner auf der Rechnung hat. Und dann wäre es aber eine sehr, sehr große Überraschung. Grundsätzlich traue ich meiner Mannschaft viel zu, aber ich glaube, das ist dann schon ein bisschen hochgegriffen. Aber wir geben unser Bestes.
Je ne sais pas si Bertie Fox s'est référé à notre victoire finale en Ligue des Champions. Effectivement, cela serait une grande surprise. Je pense que l'élément qui pourrait être favorable à cette idée-là, c'est que personne ne compte sur nous, bien sûr. Après, je compte surtout sur notre équipe, mais je pense que cela serait quand même un peu trop une grande surprise, effectivement. Jan Günther. Willi, wenn es morgen Abend mit dem Bus ins Stadion geht, was wird sich anders anfühlen? Wie wird es anders sein als von einem normalen Bundesligaspiel? Quand vous allez arriver demain soir en bus au stade, quelle sera la différence par rapport à un autre match de championnat? Im Bus glaube ich wenig, wird sich da nicht groß viel verändern, aber spätestens, wenn es dann rausgeht und ja, die bekannte Champions League-Hymne erklingt, wird dann schon der ein oder andere Spieler auch Gänsehaut haben und ein bisschen emotional werden. Ja, dann gilt es mit dem Anpfiff des Schiri uns zu konzentrieren, auf unser Spiel sachlich zu sein, auf unsere Leistung zu konzentrieren und die abzurufen. Und das wird uns gelingen, definitiv. Davon bin ich überzeugt. Dans le bus, je pense que tout sera comme d'habitude. Lorsque nous allons pénétrer sur la pelouse avec l'hymne, forcément, certains joueurs auront des frissons ou la chair de poule. Il y aura beaucoup d'émotions en jeu. Après, il faut qu'on se concentre sur notre jeu, sur notre match. Et je suis très sûr que nous allons y arriver. Uli Krümer. Willi, eure Mentaltrainer stimmen euch auch immer mal ganz besonders ein. Welche Kniffe haben die sich vielleicht einfallen lassen? Wie habt ihr euch mental auch mit Mentalcoach und dem gesamten Trainerteam vorbereitet? Gab es vielleicht ein Video etc.? Was habt ihr gemacht? Quelle était votre préparation avec les entraîneurs mentaux, également avec toutes les entraîneurs? Est-ce que vous avez regardé une vidéo, peut-être une vidéo spécifique? Nee, der Ablauf bisher war wie sonst auch vom normalen Spiel in der Bundesliga. Ich glaube, da jetzt groß im Voraus schon was zu verändern, hätte auch keinen Sinn gemacht, weil es eben auch nur ein Fußballspiel ist, so besonders und so wichtig es auch ist. Ja, ich werde mal sehen. Ich glaube, für morgen ist dann bestimmt nochmal ein schönes Video geplant, wie wir es oft haben vor Bundesligaspielen. Und ja, darauf freue ich mich jetzt schon. Nous, on n'a pas changé nos habitudes. La préparation est la même comme d'habitude. Je pense que nous connaissons notre préparation et nous allons la garder. Et demain, oui, je pense qu'il y aura une vidéo comme on l'a fait souvent avant les matchs de Bundesliga. Et je suis très, très impatient de découvrir cette vidéo. Gut, es scheint keine Fragen mehr an Willi Orban zu geben. Dann vielen Dank an dich, Willi, und wir machen gleich weiter mit Cheftrainer Ralf Hasenhüttl. Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle auch unserem Cheftrainer Ralf Hasenhüttl. Willi Orban hatte ich schon gefragt, wie groß die Vorfreude ist. Spürst du eine gewisse Anspannung morgen? Ist ja auch für dich das erste Mal in der Champions League. Anspannung, ja, man ist fokussiert. Es ist aber auch nicht so großer Unterschied zu einem Bundesligaspiel. Der größte Unterschied liegt eigentlich in der Farbe der Bälle, die man montags morgens dann aus dem Sack holt, wenn man den Trainingsplatz betritt. Und da weiß man dann schon, dass man letztes Jahr nicht alles falsch gemacht hat. Also von daher ist es vielleicht der größte Unterschied in der Trainingswoche bisher.
Je viens déjà poser la question à Willy Orban, à quel point il est impatient. Vous, est-ce que vous êtes un peu nerveux peut-être avant ce premier match, puisque c'est aussi le premier match en Ligue des Champions pour vous en tant qu'entraîneur? Bon, nous sommes focalisés, concentrés bien sûr. Après, je ne vois pas trop de différence par rapport à un match de championnat. La seule différence, c'est peut-être la couleur des ballons que nous avons découvert lundi matin à l'entraînement. Donc cela vous montre que la saison dernière, vous avez quand même réussi un peu votre boulot. Mais à part ça, je suis très optimiste. Dann auch hier die Frage. Bitte um Handzeichen. Ingo Hane. Auch nochmal hier die Frage. Es ist auch für die Stadt und für die Region was Besonderes. Ich hatte es gerade eben gesagt, in 29 Jahren wird wieder internationaler Fußball gespielt. Haben Sie aus der, wie man so schön sagt, aus der Bevölkerung oder von den Leuten auf der Straße schon das eine oder andere Signal gekriegt, was das für die Menschen hier bedeutet? Und was erwarten Sie vom Publikum? Donc, la même question qu'avant. Pour la ville et pour toute la région, c'est aussi un moment très fort, très particulier de découvrir la Ligue des Champions après 29 ans d'absence. Est-ce que vous avez eu des commentaires de la part de la population, des gens de la ville, et quel rôle attendez-vous de la part du public demain soir? Ja, es bleibt eigentlich nicht verborgen, dass sich die Stadt sehr auf dieses Ereignis morgen freut, dass man sehr oft darauf angesprochen wird. Ich habe jetzt nicht beim Bäcker große Unterschiede gemerkt, was die Euphorie angeht. Also die ist nach wie vor natürlich ungebrochen groß bei uns. Und es nimmt jeder so ein bisschen als Belohnung wahr für das, was letztes Jahr hier passiert ist in Leipzig, für die super Saison, die wir gespielt haben. Und natürlich hat man auch mitbekommen, dass teilweise doch hohe Erwartungen an uns gestellt werden und dass man sehr viel Positives von uns erwartet. Oui, bien sûr, tout le monde sait que ce que cela représente pour toute la ville et de la part de la population, bien sûr, il y a toujours cette grande euphorie, même si je n'ai pas constaté une grande différence quand je me suis rendu chez les boulangers. Il y a toujours cette grande euphorie. Et nous le voyons comme un peu comme une récompense pour notre saison dernière assez réussie. Et je sais quand même qu'il y a des attentes assez élevées et que les gens attendent beaucoup de notre part. Yvonne Gabriel. Personell, der Nabikeda hat eben, solange wir zumindest dabei waren, normal trainiert. Spricht irgendwas gegen den Einsatz? Und wie sieht es ansonsten aus? Marvin Comper war ja erkältet. Au niveau des joueurs, nous avons vu que Nabikeda s'est entraîné normalement. Donc, est-ce qu'il pourra jouer? Et Comper, il était un peu enrhumé. Quelle est la situation pour les joueurs? Ja, Nabikeda hat das Training leider abgebrochen. Also wenn nicht über Nacht noch ein Wunder passiert, wird er morgen nicht spielen können. Und das ist aber auch, ich glaube, der Unterschied zum letzten Jahr, wo er eine ähnliche Situation hatten vom Bayern-Spiel, wo er dann unbedingt versucht hat zu spielen. Wir müssen schauen. Also wie gesagt, wenn nicht ein Wunder passiert über Nacht, dann wird er nicht spielen können morgen. Was dann die Alternativen sind, darüber ja, mache ich mir jetzt Gedanken. Es gibt ein paar Möglichkeiten mit Conny Leimer oder Stefan Ilsanker auf der 6 oder auch Kevin Campbell wäre eine Option auf dieser Position. Werden wir uns noch Gedanken machen und dann werde ich morgen am Vormittag entscheiden, wie wir auflaufen. En fait, Nabil Keita, il a dû arrêter son entraînement. Donc, sans miracle, je pense pas qu'il pourra jouer demain soir. C'était un peu la même situation que l'année dernière avant le match contre le Bayern de Munich, quand il voulait absolument jouer. Donc nous allons voir si cela sera possible ou non. Au niveau des alternatives, je suis en train d'y réfléchir. Il y aurait Leimer, Ilsanker ou Campbell qui pourraient jouer, mais nous allons décider ça demain matin. Fabien Held. Herr Hasenhüttl, Mbappé ist noch kurz vor Transferschluss von Monaco weggewechselt. Lemar ist verletzt. Macht es die Aufgabe bedeutend leichter für Sie oder erwarten Sie trotzdem noch einen schweren Gegner? Kylian Mbappé a changé de club. Thomas Lemar n'est pas du voyage de la part de Monaco. Est-ce que vous attendez un match plus facile à cause de ça ou pas du tout? Natürlich nicht. Wir treffen dann morgen auf einen Gegner, der eine Menge Stärken mit sich bringt und eine sehr, sehr ausgewogenen Kader, wie ich finde, er auch hat und ein paar Abgänge zu verzeichnen hatte jetzt im Sommer, das ist richtig, aber trotzdem noch so viel Qualität in eigenen Reihen hat, dass sie wirklich
ja, sehr, sehr unangenehm zu bespielen sein werden. Das ist eine Mannschaft, die in den letzten Spielen, glaube ich, von den 14 Toren, die sie geschossen haben, waren 10 aus Standards. Das zeigt schon die große Stärke, da müssen wir hellwach sein, am besten nicht so viele eigene zulassen. Und aber auch ihr Umschaltspiel ist ja, Deutschland weit bekannt. Gegen Dortmund haben sie es fast in Perfektion gezeigt, wie das funktioniert und wie das geht. Und deswegen, ja, das ist ein Gegner mit viel, viel, viel Qualität. Aber trotzdem traue ich uns zu, dass wir ja auch ein paar Rätsel aufgeben können, dass wir ein bisschen überraschen können, dass wir auch richtig Qualität am Platz haben. Auch wenn Navi jetzt vielleicht nicht dabei sein kann, so haben wir noch genug Spieler, die sicherlich auch für Gefahr sorgen können. Timo, Emil, der morgen vielleicht wieder dabei ist. Und ja, deswegen sind wir sehr gespannt und freuen uns auf diese Aufgabe. Non, pas du tout. J'attends toujours un adversaire avec beaucoup, beaucoup de qualité. Je pense qu'ils ont un effectif très équilibré, même s'il y avait quelques départs au cours de l'été. Mais ils ont toujours une qualité impressionnante qui fera que cela sera un match très difficile. Je pense que sur les 14 buts qu'ils ont marqués dernièrement, 10 ont été marqués sur des coups de pied arrêtés. Donc nous devons être très attentifs à ce niveau-là. Nous ne devons pas causer trop de coups de pied arrêtés contre nous. Donc la transition monégasque est connue partout en Allemagne. Donc c'est vraiment une équipe avec beaucoup de qualité. Mais je suis quand même assez optimiste de pouvoir créer peut-être une surprise. Même sans Nabil Keita, nous disposons d'un effectif de grande qualité. Et surtout en attaque avec Emil Forsberg, Timo Werner, nous avons toujours des joueurs très dangereux. Christophe Bauduf, Agence France-Presse, AFP. Herr Hasenhüttl, Gika Augustin hat zwei hervorragende Leistungen geliefert vor kurzem. Dafür hat Yusuf Poulsen nicht gespielt. Was wird morgen passieren? Will Augustin auch morgen spielen und nicht Poulsen oder beide zusammen? Oder wie sehen Sie das? Jean-Kevin Augustin vient de livrer des prestations très satisfaisantes. Yusuf Poulsen n'a pas joué. Quelle est la situation pour demain soir? Est-ce que les deux seront associés ou qui va jouer? Überraschenderweise werde ich das jetzt hier nicht sagen, wer spielt. Aber es ist gut erkannt. JK hat es, wie ich finde, die letzten Spiele sehr ordentlich gemacht, hat gezeigt, dass er uns vorne besser macht. Aber auch Jussi brennt wieder auf einen Einsatz. Sprechen aber Punkte für Jussi, ein paar Punkte für JK und ich werde mich morgen wahrscheinlich entscheiden, wen ich dann spielen lasse. Das ist definitiv noch eine Position, die offen ist. Dass jetzt beide zusammen vorne spielen, müsste ich Timo dafür draußen lassen, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Cela ne va guère vous surprendre, mais je ne vais pas vous dire la réponse maintenant. Mais vous avez raison, JK a livré des prestations tout à fait abouties, donc il a montré à quel point il peut nous apporter quelque chose. Bien sûr que Paulsen veut jouer également, il est très déterminé, donc il y a un choix assez ouvert. Je vais prendre ma décision demain matin, mais associer les deux, c'est un peu moins probable, car cela voudrait dire laisser de côté Timo Werner. Es wird ja viel über Timo Werner gesprochen, er hat einen unheimlichen Lauf. Jetzt hat der Oliver Minzlaff gestern sich auch nochmal geäußert dazu, hat gesagt, wir wollen eher den Vertrag noch verlängern. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingt oder wird es irgendwann auch sehr schwer werden, ihn zu halten? Beaucoup de personnes parlent en ce moment de Timo Werner. Il y a même un débat s'il pourra prolonger son contrat ou non. Est-ce que vous êtes optimiste de pouvoir prolonger son contrat? Also wir haben jetzt eigentlich zwei Monate über nichts anderes gesprochen als über Transfers und deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass man sich jetzt über ein Spiel unterhalten kann und nicht über einzelne Spieler. Aber Timo ist natürlich jetzt im Moment sehr im Fokus, weil er Top-Leistungen bringt. Aber ich glaube, und ich weiß, dass er sich jetzt im Moment auch keine Gedanken macht über irgendeinen Wechsel oder einen anderen Verein. Der Junge, glaube ich, hat den besten Schritt getan, den er tun konnte, um hierher zu kommen, von einem Verein, der damals abgestiegen ist und deswegen fühlt er sich, glaube ich, auch so wohl, weiß, was er dem Verein bis jetzt zu verdanken hat. Wir wissen, was wir Timo liefern müssen, um ihn hier ja, zufriedenzustellen, in seiner Art zu spielen. Ich glaube, dass einfach unser System perfekt zu ihm passt und deswegen bin ich überzeugt, dass er noch ein paar Jahre bei uns spielen wird. Und im Fußball sind ein paar Jahre eh schon eine Ewigkeit, also von daher passt es schon. Je pense que ces deux derniers mois, nous avons parlé uniquement des transferts, donc je me réjouis de pouvoir enfin parler d'un match. Mais bien sûr, tout le monde parle un peu de lui, c'est à cause de ses bonnes prestations.
Mais je sais qu'il n'a aucune pensée à changer de club prochainement. Je pense qu'il a pris une décision formidable de venir ici, de signer ici. Il était en provenance d'un club qui a été relégué à l'époque. Je sais qu'il est très à l'aise ici. Je sais ce que nous lui devons, ce qu'il nous doit. Et je sais ce qu'il faut mettre en place pour qu'il soit vraiment à l'aise ici pour développer son jeu. Je pense que notre système correspond parfaitement à ses qualités. Et je suis convaincu qu'il va rester encore un long moment ici, quelques années. Et quelques années dans le football, c'est vraiment une éternité. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Wie weit wollen Sie denn kommen in der Champions League? Was ist Ihr Ziel? Quelles sont vos ambitions pour cette campagne européenne? Quelle phase voulez-vous atteindre? Ja, ich habe es ja vor der Saison schon gesagt. Wir wollen schon ein paar oder für die eine oder andere Überraschung sorgen. Wir sind neu in diesem Bewerb. Das ist für uns eine Riesensache, hier dabei sein zu dürfen. Aber wir wollen nicht nur dabei sein, wir wollen schon auch versuchen, unseren Fußball durchzubringen. Und da möchten wir einfach sehen, wie weit wir damit kommen, was wir mit unserer Art zu spielen erreichen können. Und das ist jetzt im Moment noch nicht so an Punkten festgemacht, sondern morgen ist das erste Spiel. Das wird die erste Herausforderung sein. Ich kann es eins versprechen, dass wir versuchen werden, unsere allerbeste Leistung zu bringen, die notwendig sein wird. Aber wir sind gut vorbereitet dafür und wir schauen, dass wir jetzt erstmal gut in diesem Bewerb finden, der sich klar so ein bisschen als Bonus anfühlt, als Belohnung, aber auch als Verantwortung. Ich habe es schon öfters gesagt, wir vertreten hier nicht nur Leipzig, sondern vor allem auch Deutschland. Wir wollen Punkte sammeln und das ist unser Auftrag morgen und wir sind motiviert und voller Selbstvertrauen. Ah, voilà, le début de la saison, j'ai déjà dit, nous voulons créer des surprises. Et c'est une compétition nouvelle pour nous. C'est quelque chose de vraiment grand pour nous de participer à cette compétition, mais nous ne voulons pas uniquement y participer, mais nous voulons également montrer notre jeu. Nous voulons voir à quoi cela pourrait nous servir, combien de points nous pouvons faire. Demain sera le premier match, déjà le premier défi. Et je peux vous permettre que nous allons tout mettre en place pour faire notre meilleure prestation possible. Cela sera nécessaire d'ailleurs. Nous sommes très bien préparés dans cette compétition qui est nouvelle pour nous. Comme j'ai déjà dit, cette compétition c'est comme une sorte de récompense, mais également une responsabilité de représenter dignement l'Allemagne. Nous voulons faire beaucoup de points pour l'Allemagne et je suis optimiste de pouvoir y arriver. Emmanuel Reinke vom SED. Daran anschließend, Berti Fuchs hat Sie zum Geheimfavoriten erklärt. Ist das eine Rolle, die Sie annehmen, gern annehmen, oder stört Sie das, weil vielleicht von außen zu viel Druck entsteht? Berti Fuchs vous a qualifié de favori un peu secret. Est-ce que cela vous arrange ou ça vous dérange, car il y a trop d'attentes extérieures peut-être? Schön, dass uns so viel zutraut. Wahrscheinlich deswegen, weil wir letztes Jahr auch etwas geschafft haben, was fast unmöglich erschien, nämlich als Aufsteiger gleich direkt in die Champions League zu kommen. Und deswegen hat er uns wahrscheinlich jetzt gleich mal mindestens ins Finale getippt. Ist schön. Ja, wäre schön, wenn wir nur Teile dieses Vertrauens, das er in uns setzt, bestätigen könnten. Dann würde es bedeuten, dass wir es richtig gut machen. Aber hilft uns leider nicht, um Spiele zu gewinnen. Diese Einschätzung von Berti Fuchs. Déjà, je me réjouis de son commentaire qu'il pense que nous sommes capables d'y arriver. C'est peut-être dû au fait que la saison dernière, nous avons réussi quelque chose qui était presque impossible, à savoir atteindre la Ligue des Champions en tant que promu. Donc apparemment, il pense que nous allons déjà disputer la finale de la Ligue des Champions. Mais cela serait quand même sympa de pouvoir en quelque sorte parvenir à arriver à nous imposer comme il a dit, mais malheureusement, cela ne nous aide pas à gagner des matchs. Herr Hasenschmidt, Sie haben das letzte Mal gesagt vom Freiburg-Spiel, dass die Mannschaft noch nicht eine Top-Mannschaft ist. Jetzt haben Sie gesagt, Sie geben das allerbeste, oder beziehungsweise nur zweimal aller. Gibt es da jetzt noch Prozentpunkte dazwischen oder sagen Sie, Sie sind jetzt innerhalb von einer Woche eine Top-Mannschaft geworden? Aber le match contre Fribourg, vous avez dit que vous n'êtes pas encore une équipe du plus haut niveau. Là, vous avez répété à deux fois que vous allez donner tout, faire tout. Est-ce qu'il y a encore une différence entre les deux ou est-ce que vous êtes devenu une équipe vraiment du plus haut niveau pendant cette semaine?
Ich glaube einfach, dass wir mittlerweile eine Mannschaft geworden sind, die mehrere Gesichter zeigen kann. Die ersten Spiele in der Saison haben gezeigt, dass wir wesentlich mehr Ballbesitz hatten als letzte Saison. Wir waren über 60% fast immer unterwegs. Wir haben andere Aufgaben zu erfüllen. Letztes Jahr zu Beginn der Saison war es so, dass wir nicht mal über 50% Ballbesitz hatten, weil wir einfach nur gegen den Ball arbeiten mussten. Mittlerweile haben wir uns Respekt erarbeitet, haben aber auch im Ballbesitz viel mehr Lösungen gefunden mittlerweile. Und diese Aufgaben, die uns jetzt gestellt wurden die letzten Wochen, haben wir, wie ich finde, sehr souverän gelöst. Auch das Spiel auf Schalke war nicht so schlecht, aber da wurden wir noch nicht so belohnt. Aber trotzdem hat die Mannschaft einfach gezeigt, dass was momentan in ihr steckt und wie viel sie dazugelernt hat in dem letzten Jahr. Und das, ob wir deswegen schon ein Top-Verein sind und Top-Mannschaft sind, das ist mir nicht so wichtig. Ich weiß, dass wir schwer zu bespielen sind, dass es nicht so einfach ist, gegen uns zu gewinnen. Dass egal, was man versucht, wir auch andere Lösungen anbieten können. Und deswegen ist mir nicht Angst und Bange, auch jetzt nicht vor der Champions League. Je pense que nous sommes devenus une équipe avec plusieurs visages. Les derniers matchs nous ont montré que nous avons encore plus de possession de ballon. Nous avons dépassé le taux de 60%, alors qu'au début de la saison dernière, nous en avons moins de 50%. Maintenant, je pense que les adversaires ont beaucoup de respect par rapport à nous et nous trouvons toujours des solutions quand nous avons le ballon. Donc, je pense qu'au cours des dernières semaines, nous avons plutôt réussi. Même le match contre Schalke a été assez satisfaisant, même si nous n'avons pas été récompensés pour nos efforts. Mais donc, je connais les qualités de mon équipe, je connais le potentiel qu'il a. Je sais qu'il a appris beaucoup au cours de la dernière saison. Maintenant, la question, si nous sommes déjà une équipe du plus haut niveau, cela n'a aucune importance pour nous. Je sais qu'il est difficile de jouer contre nous. Et donc, je n'ai pas peur ni pour la Ligue des Champions. Anne Grimm. Herr Hasenhüttl kommt mit Monaco morgen gleich der stärkste Gegner der Gruppe hier nach Leipzig. Und ist es vielleicht trotzdem ein Vorteil, dass Sie so früh aufeinandertreffen, weil die Neuzugänge noch nicht ganz so integriert sind bei Monaco? Est-ce que Monaco, c'est l'adversaire le plus difficile selon vous? Est-ce qu'un avantage d'affronter Monaco si tôt dans la saison, car les recrues ne connaissent pas forcément leur équipe? Kann ich erstens sagen, nachdem wir gegen jeden Gegner gespielt haben, ob es der stärkste Gegner war oder nicht, lässt sich im Vorfeld relativ schwer prognostizieren. Von den gezeigten Leistungen der Vorsaison ausgehend müsste man sagen, ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht brutal einfach, gegen Porto zu gewinnen oder gegen Istanbul. Also von daher muss jedes Spiel erstmal gespielt werden. Dass der Gegner ein paar Abgänge zu verzeichnen hatte, stimmt. Trotzdem glaube ich, dass sie morgen vor allem eins uns voraus haben, das ist eine gehörige Portion Erfahrung, was Champions League-Spiele angeht. Und das ist sicherlich nicht hinderlich in so einem Moment, aber wir müssen einfach unsere Jugendlich oder unsere Unbekümmertheit und Unbeflecktheit dagegen werfen, um einfach frei aufzuspielen und das Spiel oder unsere Stärken so gut als möglich auf den Platz zu bekommen. Und das geht am besten, wenn man einfach sich an den Plan hält, den wir den Jungs mitgeben. Und ich habe heute einfach gemerkt, dass die Mannschaft ruhig ist, sehr fokussiert ist, ein bisschen anders von der Stimmung her als vor dem Bundesligaspiel. Man merkt einfach, dass es schon etwas Besonderes ist, das auf uns wartet und dass die Vorfreude einfach riesengroß ist, sich mit den ganz großen Namen im europäischen Fußball zu messen. Und das merkt man einfach. Franchement, je peux répondre à cette question uniquement après avoir affronté toutes les autres équipes. Mais si nous voulons juger la saison dernière, oui, il faudrait dire que Monaco, c'est l'équipe la plus compétitive, même si franchement, il n'est pas facile d'affronter Porto ou Istanbul. Bien sûr, Monaco a eu quelques départs importants, mais ils ont un grand avantage par rapport à nous demain soir, et c'est le plus d'expérience en Ligue des Champions qu'ils ont, ce qui est quelque chose d'assez utile à ce niveau-là. Nous devons faire jouer notre insouciance, notre jeunesse, pour jouer d'une manière libérée. Et il faut surtout respecter le plan. Il faut respecter ce que nous avons mis en place. J'ai ressenti mon équipe très calme, très concentrée, un peu différent que lors des matchs de championnat. Et on ressent tout simplement qu'il s'agit de quelque chose de très particulier, de se mesurer avec les plus grands en Europe. Wir kommen langsam zum Ende. Ingo Hane, bitte.
Ich will in Sachen Druckleiter eins draufsetzen. Und zwar haben die Franzosen in Leipzig seit 1813 Völkerschlacht Napoleon nie was gewonnen. Das ging dann weiter. Die DDR-Nationalmannschaft hat Frankreich besiegt. Bordeaux verlor gegen Lokomotive Leipzig. Ist eine Ehre, diese Serie fortzusetzen. Und ja, wie sehr freuen Sie sich drauf? Depuis 1813 et la bataille de contre Napoléon ou de Napoléon, les Français ne se sont plus imposés ici à Leipzig. La RDA a gagné contre la France. Locke a battu Bordeaux. Et est-ce un honneur pour vous de poursuivre cette histoire et est-ce que vous êtes impatient de participer à cette histoire? Also anfänglich habe ich es super gefunden, dass ich ein bisschen länger Zeit habe, mir Fragen, Antworten zu überlegen. Mittlerweile dauert dann die Übersetzung so lange, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich antworten wollte. Ja, ist mir eine Ehre. Avant, j'étais très content d'avoir le temps, à cause de la traduction, de réfléchir à mes réponses. Maintenant, la traduction prend trop de temps, mais oui, c'est un honneur, bien sûr. Abschließend, bitte, Yvonne Gabriel. Ist der Anzug denn schon rausgelegt? Sie haben ja mal gesagt, da fühlen Sie sich nicht so ganz wohl drin. Vous avez déjà préparé votre costume. Vous avez dit que vous n'êtes pas très à l'aise en costume. Qu'est-ce que vous en pensez? Das Kostüm liegt bereit. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich habe gesagt, es muss der Moment kommen, wo es auch passt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Champions League-Abend Mittwoch 20:45 es passt, so etwas anzuziehen und dann fühle ich mich auch darin wohl und deswegen, ja, liegt er bereit. Stimmt. Non, je n'ai jamais dit que je suis mal à l'aise en costume, j'ai justement dit qu'il faut que ça soit le bon moment de le porter et je pense qu'un match de Ligue des Champions mercredi soir à 20h45, oui, ça pourrait être quand même le bon moment, donc oui, mon costume est préparé, effectivement. Wunderbar. Das waren die richtigen Schlussworte. In dem Sinne, noch einen schönen Abend und vielen Dank an dich, Matthias. Dankeschön. Merci, bonne soirée. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Alles Gute.